Komm mit zu den Sommers, komm mit nach Burghausen. Wir zeigen euch heute unsere kleine Welt. Los geht's! Sprungwettbewerb. Gleich geht's los. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr beiden macht das super. Es ist soweit. Unser diesjähriger Sprungwettbewerb kann losgehen. Alle Teilnehmer dürfen sich so langsam bereit machen. Roxy und Rika machen auch mit. Ja, ich habe sie auch gesehen. In der ersten Runde geht es darum, bei wem es am meisten spritzt. Es ist dabei ganz egal, wie ihr springt. Viel Spaß! Voll cool. Das macht Spaß. Als erstes an den Start geht heute Roxy Regen. Mist, das hat hier kaum gespritzt. Das ist ja eine richtige Spritzparade. Herrlich. Wow, das war super. Als letzter Springer geht heute Nils Sommer an den Start. Super gemacht, Nils. In der zweiten Runde geht es darum, wer am weitesten springt. Diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, als erstes geht Nils Sommer an den Start. Du schaffst das. Konzentrier dich. Bravo! 5 Meter. Das ist richtig gut. Toller Sprung. Als letzte Springerin geht Roxy Regen an den Start. Ich zeig euch mal, wie das geht. Diesmal gewinne ich. Oh Mann, schon wieder hat der blöde Nils gewonnen. Das waren richtig weite Sprünge. Super gemacht. Bevor wir zum Highlight des Wettbewerbes, dem Saltosprung, kommen, gibt es eine kleine Pause, in der ihr euch stärken könnt. Komm, wir machen uns hier gemütlich. Das macht so Spaß. Komm, Rika, ich habe eine Idee, wie ich diesen Wettbewerb gewinnen würde. Sobald ich gesprungen bin, verteilst du Seifenwasser auf dem Sprungbrett, dass es glatt wird. Aber das ist doch gefährlich. Ist doch egal. Hauptsache, ich gewinne. Es geht weiter. Alle Teilnehmer bitte wieder zum Start kommen. Der Saltosprung ist die schwierigste Disziplin und gibt daher auch am meisten Punkte. Viel Erfolg! Hihi, gleich wird er dir staunen. Los geht's! Ein guter Sprung. Jetzt kommt Leo Lieb dran. Da stimmt doch was nicht. Was ist mit Leo los? Hilfe! Oh nein, Hilfe! Was ist da los? Der Wettbewerb wird abgebrochen. Leo, wie geht's dir? Mir tut alles weh. Ich habe schon den Krankenwagen gerufen. Sie werden gleich da sein. Schaut mal, was ich gefunden habe. Oben auf dem Sprungturm. Das riecht nach Seifenwasser. Da oben ist es mega rutschig. Da kommt der Krankenwagen. Gute Besserung, Leo. Ich war das mit dem Seifenwasser. Rika, warum erzählst du das? Rika, ich bin froh, dass du es wenigstens zugibst. Du weißt wahrscheinlich selber, wie gefährlich das war. Kann ich mich auf dich verlassen, dass du das nie wieder machst? Ja. Ich werde nachher noch mit deinen Eltern reden müssen. Und Leo hat auch eine Entschuldigung verdient. Ja. Ich würde vorschlagen, dass es heute keinen Sieger gibt, sondern dass Leo den Pokal erhält. Super Idee. Ja, unbedingt. Somit ist der Sprungwettbewerb für heute beendet. Und alle dürfen sich jetzt noch zur Erfrischung ein Eis am Kiosk holen
und den Nachmittag im Freibad genießen. Jasmin hat gerade angerufen. Leo geht es gut. Es ist zum Glück nichts gebrochen und er muss nur eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Zum Glück. Im Freibad, das ist toll. Wir haben noch mehr Folgen im Freibad oder mehr. Schaut doch mal nach.